Jo moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Heute mal wieder mit einem sehr, sehr coolen Effekt, wie ich finde. Und zwar geht es heute um den sogenannten Parallax- oder Parallax-Effekt. Das ist ein sehr, sehr cooler Animationseffekt, mit dem ihr euer Bild beispielsweise innerhalb eines Videos um einiges lebhafter und cooler präsentieren könnt, als einfach nur mit einem Zoom-In oder Zoom-Out. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussieht. Das ist das Ausgangsbild, mit dem ich euch das heute zeigen werde. Das kommt mal wieder von pexels.com. Das Bild findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. So sieht das Ganze ohne den Parallax-Effekt aus, logischerweise. Und mit Parallax-Effekt sieht das Ganze dann beispielsweise so aus. Wie ihr schon seht, bewegen sich da Vorder- und Hintergrund so ein bisschen relativ zueinander. Und dadurch wirkt das Bild deutlich, oder beziehungsweise diese Animation deutlich lebendiger, lebhafter. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wie ihr euer Bild beispielsweise in einem Video präsentieren könnt, anstatt einfach nur rein oder raus zu zoomen. Ich denke mir ja, ihr wisst, worum es geht, und deswegen fangen wir jetzt auch mal direkt an. Zu Beginn allerdings noch eine kleine Anmerkung. Wir benötigen einige Features, wo ich glaube, dass es die in älteren Photoshop-Versionen noch nicht gibt. Solltet ihr während des Tutorials irgendwelche Funktionen bei euch nicht in Photoshop finden, weil ihr zum Beispiel eine ältere Version benutzt, dann ladet euch einfach die Demo-Version von beispielsweise Photoshop CS6 runter. Das benutze ich in diesem Fall hier auch. Ansonsten beginnen wir jetzt einfach mal, und der erste Schritt ist, dass wir unseren Vordergrund vom Hintergrund freistellen. Und da gibt es in Photoshop natürlich unzählige Möglichkeiten. Und da der Vordergrund hier sehr gut vom Hintergrund getrennt ist, habe ich mich in meinem Fall für das Schnellauswahlwerkzeug entschieden. Und ihr seht, damit bekommt man relativ schnell eine sehr gute Vorauswahl, die wir gleich noch ein klein bisschen verfeinern. Das geht natürlich nur so lange so gut, wie wir hier entsprechende, ja, deutlich definierte Kanten und Konturen haben. Wenn ihr irgendwie feinere Konturen habt oder irgendwie einen feineren Vordergrund, dann könnt ihr beispielsweise auch auf das Zeichenstiftwerkzeug zurückgreifen und könnt dann deutlich genauer als mit diesem Schnellauswahlwerkzeug um euer Objekt herumfahren, um euren Vordergrund, und mit einem Rechtsklick auch einfach eine Auswahl erstellen. Also wie gesagt, solltet ihr mit der Schnellauswahlmethode, mit dem Schnellauswahlwerkzeug keinen großen Erfolg haben, dann könnt ihr es mit dem Pfadwerkzeug immer noch ein bisschen genauer machen. Ich verbessere jetzt hier die Auswahl nochmal eben so grob. Dabei gibt es noch einen kleinen Shortcut. Mit gedrückter Alt-Taste könnt ihr beispielsweise Bereiche aus dieser Auswahl entfernen. Und noch ein weiterer Shortcut. Mit gedrückter Alt-Taste und rechter Maustaste könnt ihr ganz schnell die Pinselspitze anpassen, um zum Beispiel auch ganz schnell hier in so kleine Zwischenräume reinzukommen und dort die Auswahl entweder zu erweitern oder zu reduzieren. So, und ich gehe jetzt hier einmal noch mal kurz einmal um den Vordergrund rum und spule mal etwas vor. Ja, ich denke mal, so sieht das schon mal ganz gut aus. Ihr könnt euch dann natürlich so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt, um die Auswahl möglichst genau und präzise hinzubekommen. Wenn ihr dann die Auswahl fertig habt, können wir hier oben über den Button Kante verbessern, nachträglich noch die Kante etwas weich zeichnen und ein bisschen abrunden. Da habe ich hier in meinem Fall nur die Kante ein bisschen abgerundet mit 2 Pixel und sie mit 0,2 Pixel weich gezeichnet. Ihr könnt optional auch, wenn ihr wollt, mit dem Smart Radius ein bisschen rumprobieren. Dann klickt ihr einfach auf OK. So, und anschließend drücken wir einfach STRG J und schon wird unsere Auswahl, das heißt hier unser Vordergrund, ausgeschnitten auf eine neue Ebene dupliziert bzw. kopiert. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Vordergrund komplett freigestellt auf einer neuen Ebene. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, diesen Vordergrund aus der Hintergrundebene zu eliminieren, also zu entfernen. Das machen wir folgendermaßen: Wir drücken die Steuerungstaste und klicken diese Ebenenminiatur an, neben unserer Vordergrundebene. Dadurch wird die Vordergrundebene eben nochmal ausgewählt, also wir kriegen dieselbe Auswahl von eben nochmal zurück. Dann klicken wir die Hintergrundebene an und erweitern jetzt noch die Auswahl über Auswahl, Auswahl verändern, erweitern, so um die 10 Pixel, wobei das auch ein Wert ist, der von eurer Bildgröße ein bisschen abhängig ist. Einfach nur, damit die Auswahl wirklich jetzt komplett um den Vordergrund herum geht und nicht noch irgendwelche Kanten oder Konturen vergessen werden. Und dann gehen wir einfach auf Bearbeiten, Fläche füllen und wählen hier bei Verwenden inhaltsbasiert aus. Und auch das ist, glaube ich, eine Funktion, die erst in neueren Photoshop-Versionen vorhanden ist. Das heißt, auch in der Hinsicht könnt ihr das wahrscheinlich mit den älteren Versionen nicht so machen, wie ich euch das jetzt hier zeige. Photoshop sucht sich jetzt quasi auf Grundlage des Hintergrundes die Pixel raus, mit der es die Auswahl füllt. Und wenn wir jetzt mal die Vordergrundebene ausblenden, dann sehen wir, dass wir hier nichts mehr vom Vordergrund sehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Photoshop das schafft, den Vordergrund oder diesen Bereich so gut aus diesem Bild zu eliminieren. Sollte das bei euch jetzt noch nicht so optimal aussehen, dann könnt ihr versuchen, das Ganze hier links
mit dem Bereichsreparaturpinselwerkzeug nachträglich noch so ein paar Stellen zu retuschieren bzw. dort die Stellen auszubessern und eventuell ein solches Ergebnis zu bekommen. So, ansonsten erstellen wir jetzt im nächsten Schritt eine neue Datei, und zwar über Datei neu oder optional Steuerung N. Und zwar geben wir dieser Datei die Auflösung eines Filmes, je nachdem in welchem Videoformat oder in welcher Auflösung ihr diesen Parallax-Effekt letztlich haben wollt. Ich habe mich jetzt hier für Full HD entschieden, das heißt also 1920 x 1080 Pixel. Dann klickt ihr einfach auf OK und mit gedrückter Steuerungstaste wählt ihr dann beide Ebenen aus und verschiebt diese einfach mit dem Verschiebungswerkzeug in unsere neue Datei. Dann habe ich mir die Hintergrundebene, in meinem Fall die Transparentebene, noch wieder gelöscht. Und bevor wir jetzt hier irgendwas vergrößern oder verkleinern, ist es wichtig, dass wir beide Ebenen mit einem Rechtsklick in ein Smart-Objekt konvertieren. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn wir jetzt die Ebenen verkleinern und anschließend wieder vergrößern, dass sie nicht beispielsweise verpixeln oder unscharf werden, weil dabei keine Informationen verloren gehen beim Verkleinern. Und jetzt wähle ich mir wieder beide Ebenen aus und mit STRG T passe ich sie erstmal grob an meine neue Datei hier an. Ungefähr so. Mit Enter einfach bestätigen. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel den Hintergrund noch ein bisschen platzieren. Ungefähr so. Und den Vordergrund, den verkleinere ich mir mit STRG T ebenfalls noch mal ein bisschen und schiebe ihn komplett ins Bild rein. Ja, ungefähr so. Und mit Enter bestätige ich das Ganze wieder. So, und das ist jetzt sozusagen eure Ausgangsposition, der Anfang von der Animation, von diesem Parallax-Effekt. Und jetzt geht es ans Animieren. Jetzt holen wir uns über Fenster die Zeitleiste rein und klicken hier auf Videoleiste erstellen. Und ihr seht schon, hier werden jetzt unsere beiden Ebenen, die wir auch hier rechts finden, eingeblendet. Das Ganze sind jetzt hier 5 Sekunden mit 30 Frames per Second. Wenn ihr das Ganze länger oder kürzer haben wollt, dann könnt ihr die Clips einfach hier in der Länge variieren bzw. ein bisschen länger ziehen oder ein bisschen kürzen. Wir beginnen jetzt mit der Animation und zwar mit der Hintergrundebene. Wichtig ist, dass wir die jetzt hier auswählen, klappen die dann auf und wichtig ist jetzt auch, dass dieser Abspielregler ganz am Anfang positioniert ist. Und jetzt aktivieren wir für den Bereich Transformieren die Keyframes, indem wir dieses kleine Stoppuhrensymbol links neben dem Wort Transformieren anklicken. Und ihr seht schon, jetzt wird hier direkt am Anfang ein erster Keyframe gesetzt. Und jetzt nehmen wir uns den Abspielmarker, ziehen ihn ganz ans Ende dieser Sequenz und bestimmen jetzt quasi unseren Endzustand unserer Animation. Das bedeutet, jetzt zoomen wir sozusagen in den Hintergrund hinein. Dazu drücke ich wieder STRG T. Und das hatte ich gerade ganz vergessen, ihr solltet natürlich beim Vergrößern und Verkleinern immer die Shift-Taste gedrückt halten, damit die Proportionen beibehalten werden. In diesem Fall will ich allerdings auch, dass zentral in den Hintergrund reingezoomt wird, also wir direkt hier in die Mitte des Hintergrundes reinzoomen. Und dafür gibt es die Tastenkombination Alt und Shift. Und wenn ich die gedrückt halte und dann das Bild vergrößere, die Ebene vergrößere, dann seht ihr, wird sozusagen hier ins Zentrum, also direkt in die Mitte des Bildes hineingezoomt. So reicht das jetzt im Grunde auch schon, ich drücke einfach Enter. Und ihr seht schon, hier wurde jetzt ein zweiter Keyframe erstellt und Photoshop hat dazwischen jetzt sozusagen eine kleine Animation erstellt. Wir sehen hier schon so einen leichten Zoom in den Hintergrund. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir dasselbe mit der Vordergrundebene. Wichtig ist, dass wir uns jetzt die Ebene auswählen, wieder aufklappen, den Abspielmarker wieder ganz an den Anfang setzen und die Keyframes wieder fürs Transformieren aktivieren und dann mit dem Abspielmarker ganz ans Ende uns bewegen und jetzt den Endzustand für die Vordergrundebene festlegen. Das heißt, wieder mit STRG T das Ganze ein bisschen transformieren. Das mache ich jetzt hier deutlich stärker und ich verschiebe mir auch noch die Ebene ein bisschen so nach unten und links, dass wir also auch noch so eine kleine Bewegung in dieser Ebene drin haben. Und ihr seht schon, wenn ihr jetzt wieder Enter drückt, dass hier ein weiterer Keyframe für diese Ebene hinzugefügt wurde und auch hier jetzt eine Animation erstellt wurde. Und das sieht schon echt gut aus, wie ich finde. Wenn ihr jetzt einen Keyframe, also den Anfangs- oder Endzustand, noch bearbeiten wollt, dann ist es wichtig, dass ihr mit dem Abspielmarker immer über den Keyframe geht, also entweder an den Anfang oder ans Ende, und dann entsprechend die Position zum Beispiel des Bildes noch anpasst oder je nachdem, was ihr dann machen wollt. So, und das ist jetzt im Grunde auch schon der Parallax-Effekt. Den könntet ihr jetzt, wenn ihr wollt, so lassen. Was ich allerdings noch gemacht habe, ist, ich habe noch sogenannte Overlays in die Animationen eingefügt. Und zwar könnt ihr einfach mal bei YouTube suchen nach Videos mit dem Titel beispielsweise Dust Overlay oder Particles Overlay und ihr bekommt dann solche Videos, die könnt ihr euch dann einfach mit irgendeinem YouTube Video Downloader runterladen, die einen schwarzen Hintergrund besitzen und solche, in diesem Fall beispielsweise Partikel, da rumfliegen lassen. Und dieses Video könnt ihr jetzt einfach in Photoshop öffnen. Auch das geht, glaube ich, nur mit den neueren Versionen. Und dieses Video können wir jetzt ganz normal wie eine andere Ebene, wie eine Bildebene, hier in unser Video ziehen oder in unsere Animation. Ganz normal platzieren, mit STRG T vergrößern.
Den schwarzen Hintergrund kriegen wir jetzt ganz einfach weg, das ist der Vorteil von diesen Overlays, indem wir den Ebenenmodus dieser Ebene jetzt einfach auf negativ multiplizieren setzen. Optional könnt ihr jetzt hier natürlich noch die Länge dieses Videoclips an die Videolänge eurer Animation anpassen und schon haben wir hier unsere Partikel rumfliegen. Sieht schon mal sehr cool aus. Ich habe jetzt dasselbe nochmal gemacht mit einem Overlay für so einen Rauch bzw. so einen Nebel. Sieht ungefähr so aus. Auch den habe ich hier in Photoshop geöffnet. Ich habe es mir auch einfach von YouTube wieder runtergeladen, habe es dann hier in Photoshop geöffnet, ziehe mir das hier in meine Animation. Mit STRG T vergrößere ich das Ganze wieder. Ich packe euch übrigens die Links zu den beiden Videos, die ich hier verwende, einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal gucken. Auch hier habe ich wieder einen Ebenenmodus angewendet, und zwar diesmal weiches Licht. Auch dadurch verschwindet der schwarze Hintergrund. Und dann habe ich diese Nebelebene noch hinter die Vordergrundebene gezogen. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Läuft nicht ganz so flüssig gerade, aber ich denke mal, ihr wisst ja schon, ihr habt ja auch schon gesehen, wie das Ganze dann aussieht. Auch hier habe ich mir natürlich die Ebene noch ein bisschen angepasst von der Zeit her. Das heißt, ein bisschen gekürzt. Und das Schöne ist jetzt, dass ihr diese Videoebenen auch ganz normal so behandeln könnt wie ganz normale Bildebenen. Das heißt, ich könnte jetzt auf dieser Ebene eine Ebenenmaske hinzufügen und mit Schwarz als Vordergrundfarbe und einem Pinsel entsprechend Bereiche entfernen, indem ich diesen Nebel quasi, indem ich diese Videosequenz nicht sichtbar haben will. Zum Beispiel hier oben am Himmel oder halt hier in den ganz weit entfernten Bereichen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Optional könnt ihr natürlich auch die Deckkraft dieser Ebene noch ein bisschen reduzieren, wenn euch das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Aber das ist dann alles Geschmackssache und Feintuning. Wenn ihr jetzt mit dem Ergebnis soweit zufrieden seid, dann geht es natürlich noch ans Exportieren. Das geht, indem ihr über Datei, über Exportieren, Video rendern auswählt. Und hier könnt ihr dann in diesem Fenster eurem Video einen Namen geben, ihr könnt einen Ordner auswählen, ihr könnt hier eine entsprechende Vorgabe auswählen. Alternativ könnt ihr natürlich hier auch die Abmessung und die Framerate auch einfach manuell hier eintragen. Dann klickt ihr einfach auf Rendern und schon wird die Videodatei gerendert und ihr habt dann am Ende eine MP4-Datei vorliegen, die ihr dann einfach in euer Video letztlich integrieren könnt. Ja, und das ist es dann im Grunde auch schon. Das ist der Parallax-Effekt. Ich hoffe, euch gefällt der Effekt und ich hoffe, euch hat auch das Tutorial weitergeholfen und euch gefallen. Wenn ja, dann lasst unter diesem Video doch einfach einen Daumen hoch da und für weitere Photoshop-Tutorials und auch Technik-Reviews lasst einfach ein Abo da. Und ansonsten war es das jetzt soweit erstmal von mir. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.